Einen wunderschönen, liebe Freunde, herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es ums manuelle Fokussieren und zwar mit Focus Peaking und wie man das am besten macht. Viele Leute fragen mich immer wieder, Ben, wie machst du das eigentlich mit dem Focus Peaking? Und da ich jetzt seit gut anderthalb Jahren jetzt mit Sony Kameras arbeite und nur noch manuell fokussiere, weil es viel mehr Spaß macht, habe ich mir gedacht, lass doch mal dazu ein Video machen, mal erklären, wie ich das Ganze nutze und wie du es auch effektiv für dich benutzen kannst. Dafür müssen wir erstmal ein paar Sachen einstellen in der Kamera. Zum einen das Wichtigste, wir müssen erstmal wechseln vom Autofokus auf den manuellen Fokus. Das macht man über die Fn-Taste einfach klicken, dann da, wo AFA zum Beispiel steht oder so, oder AFC, auf MF klicken, also für den manuellen Fokus. Und dann, wenn man hier vorne an dem Rädchen fokussiert, zum Beispiel jetzt hier bei der A6000, dann verändert sich der Fokus. Und wenn bei dir das Ganze jetzt reinzoomt, einfach so, dann hast du noch was anderes eingestellt, und zwar die Fokusvergrößerung. Das Ganze findest du im ersten Menüpunkt, also da, wo das Zahnrad ist, bei Punkt 1 MF-Unterstützung. Und das stelle ich erstmal aus. Jetzt, wenn du fokussierst hier vorne, ist kein Zoom mehr automatisch drin. Das heißt, du kannst einfach sehen, ganz normal, wie die Schärfe hin und her geht. Jetzt bei Punkt Nummer 2 bei diesem Zahnrad gehst du einfach auf die Kantenabhebungsstufe. Die stelle ich auf hoch, das ist das Focus Peaking, heißt auf Deutsch allerdings Kantenabhebungsstufe. Und bei dem zweiten Punkt, bei Kantenabhebungsfarbe, stelle ich gelb ein. Gelb deshalb, gelb kommt relativ selten vor bei Dingen, die ich fotografiere, jetzt außer bei gelben Blümchen vielleicht, relativ selten. Rot hingegen sehr oft, zum Beispiel im Herbst, da sind doch schon mal rötlichere Farben, auch der Himmel ist manchmal ein bisschen rot. Weiß benutze ich nie, weil Weiß ist eigentlich immer vorhanden, gerade in den Augen zum Beispiel, wenn ich auf Augen fokussieren möchte, ist Weiß sehr, sehr blöd, deswegen stelle ich hier gelb ein. Jetzt funktioniert das Ganze eigentlich ziemlich einfach. Je schärfer das Objektiv ist, desto mehr siehst du das Focus Peaking auch tatsächlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier die Blende ein bisschen aufmache, mit dem Kit-Objektiv hier mal voll reinzoome, habe ich eine maximale 5/6er Blende. Und wenn ich jetzt einfach mal an dem Schärferad hier vorne, also an diesem Ding hier drehe, dann sehe ich ganz genau, wo die Schärfe wandert, nach vorne und nach hinten. Da, wo jetzt das gelbe Kriseln ist, da liegt auch die Schärfe. Allerdings, wenn man mit Offenblende arbeitet, darf man sich nicht täuschen lassen. Manchmal sieht es aus, als ob die Schärfe auf dem gesamten Gesicht liegt. Dabei liegt sie zum Beispiel nur auf den Ohren, aber nicht auf den Pupillen, also auf den Augen oder nur auf dem vorderen oder nur auf dem hinteren Auge. Wirklich ganz akkurat gucken, wo das Kriseln ist. Bei Menschen achte ich immer darauf, dass es in dem Augenweiß dann zum Beispiel in diesem Falle gelb kriselt, ja? Und dann weiß ich, die Schärfe liegt hundertprozentig auf den Augen und nicht auf der Nase und nicht irgendwie auf dem Ohr. Das ist ein bisschen auch eine Erfahrungssache. Man kann da nicht sagen, das Focus Peaking ist nicht so akkurat. Wenn es nicht richtig funktioniert, dann kannst du nicht richtig damit fokussieren einfach. Ja? Wenn du ein bisschen heller gehst mit deiner Belichtung, sieht man manchmal das Focus Peaking auch besser. Das ist so ein kleiner Trick von mir. Dann kann man nochmal die Belichtung nachkorrigieren. Und wenn man mehr Licht allgemein zur Verfügung hat, dann kann man das Focus Peaking auch besser sehen. Also es ist schwieriger, Focus Peaking im Dunkeln zu benutzen, als zum Beispiel natürlich am helllichten Tage. Um das Ganze jetzt nochmal zu demonstrieren, lass uns mal zu der Kamera hier vorne gehen. Und ich stelle einfach mal das Stativ hier hinten dran auf. Stell die Kamera hier aufs Stativ. So. Wenn man jetzt hier mal auf den Display raufguckt, dann sieht man jetzt hier unten das Kriseln, ja, das gelbe Kriseln. Wenn ich jetzt hier fokussiere, sieht man, wie das Kriseln weggeht oder das Kriseln reingeht. Und man könnte jetzt sagen, es kriselt doch hier schon, es ist doch schon scharf, aber ist es nicht, weil es nicht stark genug kriselt. Also da, wo es wirklich am stärksten ist, jetzt zum Beispiel hier, da wäre die Schärfe voll drauf. Fokussiere ich weiter nach hinten, ist die Schärfe weiter hinten drauf. Das Geile ist, das Focus Peaking funktioniert auch in Relation zum Beispiel mit der Blende. Das heißt, wer schon mal von der hyperfokalen Distanz oder sowas gehört hat, das funktioniert auch mit dem Focus Peaking. Das heißt, wenn ich die Blende weiter schließe, sehe ich auch mehr Kriseln oder weniger Kriseln, zum Beispiel im Vordergrund, und fokussiere ich dann weiter oder mehr nach hinten zum Beispiel, dann sehe ich auch, wo die Schärfe ganz genau sieht über das Focus Peaking. Also Focus Peaking ist eine Sache, mega, mega geil. Immer wenn ihr seht, dass es in der Kamera kriselt, funktioniert das. Und der größte Vorteil, wie ich finde, von diesem Focus Peaking von spiegellosen Kameras ist,
ich habe das nicht nur hinten auf dem Display, wie du es gerade gesehen hast, sondern ich habe das auch im Sucher. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingucke, durch den Sucher, dann sehe ich das 1:1, wie ich das hinten gerade auf dem Display gesehen habe, noch viel akkurater. Ich bin noch ein bisschen näher ran und kann so super einfach fokussieren. Und das nicht nur mit den Originalobjektiven, sondern auch mit manuellen, ganz uralten Objektiven, zum Beispiel mit einem Adapter. Oder auch hier an dem Sony-System mit zum Beispiel Canon oder Nikon-Linsen, die adaptiert sind über Adapter. Oder wie bei mir, meine Landschaftsfotografie-Linse hier, auch mit einem Adapter. Mit einem Sony-Adapter auf A-Mount zum Beispiel adaptiert, auch das funktioniert. Focus Peaking, sehr, sehr geil. Ich benutze es nur noch. Ich bin gespannt, ob du es auch benutzt, ob du es jetzt besser verstehst nach diesem Video. Probier es mal aus. Probier den manuellen Fokus. Macht megamäßig Spaß, finde ich. Das ist für mich so richtig Fotografieren. Man stellt so alles richtig ein. Man hat noch so ein Hilfsmittel. Und ich finde es akkurater, als den Autofokus tatsächlich zu benutzen. Ich benutze es immer bei Wildlife, beim Filmen, beim Fotografieren, bei Porträt, bei Landschaften. Immer deine Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und niemals vergessen, sag mal Einstellung, Digga. In diesem Rezept zeige ich dir, wie du ohne Photoshop einen Effekt hinkriegst, der aussieht, als ob das Messer mehrmals im Bild wäre, bevor es patz in den Apfel reingeht.